Kartoffeln und Nadel. Die Fahrt ins Glück. Gerät sie jetzt ins Stocken? Ihre Lebensgefährtin von Dieter Bohlen hat in 9 gemeinsamen Jahren so einiges mitgemacht. Dieter betrügt sie, heiratet Verona Feldbusch, um dann doch wieder zu Nadel zurückzukehren. Als vor 3 Tagen diese Bilder veröffentlicht wurden, Verona und Dieter gemeinsam auf Mallorca, da schien Nadel endgültig genug zu haben. Ist Dieter Bohlen diesmal zu weit gegangen? Laut einer großen deutschen Zeitung soll Nadja Nadel-Farag aus der Supervilla ausgezogen sein. So wie hier vor 2 Jahren habe sie ihre Koffer gepackt und sei gegangen. In diesem Fitnessstudio in Hamburg haben die beiden immer zusammen trainiert. Doch so wie auf diesen Aufnahmen Nadja und Dieter in trauter Zweisamkeit schwitzend an den Geräten, hat man sie schon lange nicht mehr gesehen. Früher ist Nadja und Dieter zusammen hierher gekommen zum Trainieren und jetzt seit 2,5 Wochen nicht mehr. Ihre Liebe begann vor 9 Jahren in einer Berliner Diskothek. Das riesige Anwesen bei Hamburg hat Nadja ausgesucht, den Garten liebevoll angelegt. Nach Jahren voller Harmonie dann das Aus in Form der formschönen Verona. Doch noch während der Flitterwochen zieht es Dieter wieder zu Nadja. Kam er gerade von seiner Hochzeitsreise. Hat er gleich ersten Tag war hier. Das erste, was ich gemacht habe, ist Nadja. Ja, mich angerufen. Klasse. Und wie es mir geht. Trotz aller Annehmlichkeiten, die das Leben an Dieters Seite bietet, einfach so kehrt Nadja nicht zu ihm zurück. Dafür habe ich mich dann ja 100.000 Mal entschuldigt und bin da rumgekrochen und habe gesagt, Mensch, das tut mir leid und dass ich das gemacht habe und kannst mir nicht nochmal verzeihen. Nadja verzeiht, kehrt zurück in die Millionenvilla, nimmt ihr gewohntes Leben an Dieters Seite wieder auf. Hier in der Küche kommt es auch zum einzigen Zusammentreffen mit Verona. Was wollt ihr dir eigentlich? Ich glaube, ich war noch verheiratet mit der. Ach ja, genau. Ja, sie hatte noch Anspruch, weil sie, ja stimmt, sie wäre immerhin die Frau und das wäre ihr Mann und also hat richtig noch Anspruch. Doch dann ist Verona endgültig weg. Nur noch Nadja hat Ansprüche an Dieter. Die beiden sind glücklich und Nadja scheint ihrem größten Wunsch immer näher zu kommen. Irgendwann denke ich doch mal, dass ich Dieter oder vielmehr, dass Dieter mich heiraten wird. Und dass wir doch vielleicht 1 oder 2 Kinder, da brauchst du gar nicht so zugehen, aber 1 kommt, das hast du mir versprochen. Viele haben Nadja bewundert, mit welcher Nonchalance sie ihrem Dieter verziehen hat. Ihre Eltern hingegen machten sich vor allem Sorgen. Das sind entsetzt, ne? Und dann haben sie eben halt auch gesagt, Mensch, mein Gott, jetzt bist du wieder 2, 3 Jahre mit ihm zusammen und dann kann ja vielleicht nochmal passieren. Haben Nadjas Eltern am Ende recht behalten? Weder Dieter Bohlen noch Nadja Farag waren heute zu einer Stellungnahme bereit. Ob die beiden noch ein Paar sind, wir halten sie auf dem Laufenden.